Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Heute begrüße ich die lieben Wassermänner, Wassermann-Aszendenten. Und solltest du dein Mond- oder Venuszeichen im Wassermann haben, so schaust dir an, sind vielleicht ein paar Impulse für dich dabei. Des Weiteren ist das kein persönliches Reading. Wenn du ein persönliches möchtest, dann kannst du gerne unterhalb von dem Video in die Infobox schauen. Dort ist meine Webseite und du kannst mich kontaktieren. Liebe Männer, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau und daher dreht es euch einfach um und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. So, meine Lieben, es ist ja immer so spannend, was ist das Thema des Monats, ja? Was kommt im September auf euch zu? Ja, wir haben heute ein bisschen Wind, wir machen das mal draußen, ich finde das sehr schön, ja? Und wir gucken mal. Es ist ja auch der Herbst jetzt da, September, die Erntezeit. Ich habe euch schon ein paar Weintrauben auf den Tisch geschmeckt. Übrigens gut, es ist meine eigene Ernte. Ne? Super. Was ist denn los bei euch? Spannung und Gegensätze. Was ist denn hier wieder? Ne? Ist das in der Liebe? Ist das in der Arbeit? Opposition. Jetzt geht mal da raus. Ja? Seid mal alle lieb miteinander. Wir haben genug Spannungen überall. Ja? Also deswegen... Bleibt schön ausgeglichen. In welchem Themenbereich, was unterstützt euch, was ist noch wichtig für euch? Sehr bin ich gespannt. Ja, die lösen sich aber bestimmt auf. Ich habe da keine Bedenken. Die lösen sich auf. Ja. Was haben wir denn für ein Thema? Moral. Ach, schau an. Was möglich oder unmöglich ist, entscheidest du. Ja, habt ihr eine bestimmte Vorstellung, das muss so sein, das ist meine Vorstellung, das ist Moral. Ja, Moral ist ja immer sowas, ihr habt eine Vorstellung, dass das so sein muss und ihr wollt das, das oder das nicht. Ja? Und da bin ich ja gespannt, was die Feen dazu sagen, was für ein Bereich das abdeckt. Ich will mich mal hier noch ein bisschen zurückhalten, ich werde erst mal gucken, was hier los ist bei euch, was ist hier los? Wassermänner, was ist denn hier los? Ja, Spannung. Haben wir doch schon. Ja, die Spannung und die Gegensätze. Ja, wie soll ich euch sagen? Wahrscheinlich ist es so, dass ihr jetzt mal runterfahren müsst. Erneuerung. Schau dir die Vergangenheit und Gegenwart an, um eine bessere Zukunft planen zu können. Deine Lebensaufgabe verstehen. Verurteile weder dich noch andere. Verurteilst du dich selber? Hast du irgendwie, willst du einen anderen Weg gehen und du sagst, das gehört sich eigentlich nicht? Nee, so will ich das nicht, so bin ich nicht groß geworden. Das ist nicht meine Vorstellung, ja? Und du kommst in Spannung, du kommst aber hier in eine Erneuerung, das ist ganz wichtig. Die Prinzessin des Winters, wissbegierig, wahrhaftig, realistisch, undiplomatisch. Informationen, die dir helfen kann, doch schwer zu akzeptieren ist. Die Wahrheit in liebevolle Worte fassen. Ja, hier ist irgendwas, was du merkst, das geht nicht mehr so weiter. Du bist selber so innerlich angespannt. Das kann deine Arbeit betreffen, kann alles betreffen. Ja, und es kann auch sein, dass in deiner Arbeit du nicht gesehen wirst. Ja, und du sagst, das gehört sich doch nicht. Ich tue so viel und das gehört sich doch nicht. Aber du wirst hier einen Ausgleich finden. Du wirst da rausgehen. Ich habe die 9 des Frühlings. Schütze die Früchte deiner Arbeit, Vorbereitung auf mögliche Veränderungen in der naheliegenden Zukunft. Und ich glaube, du bist so auf dem Weg. Du merkst, so wie das jetzt ist, ist es nicht mehr. Du bist ständig angespannt, ja. Ständig hast du irgendeine Konfrontation mit was. Du hast Vorstellungen oder andere haben Vorstellungen davon, wie was zu sein hat. Das kann nämlich auch möglich sein. Und das machst du nicht mehr mit, ja. Du kannst das nicht verstehen, aber die Welt verändert sich da draußen gerade. Und die Menschen verändern sich unwahrscheinlich, ja. Und jeder hat so Themen mit sich. Deswegen, du wirst dich hier relativ gut erneuern. Du wirst genau das tun, was für dich richtig ist. Und weißt du, du wirst verstehen, warum du hier... Man sagt ja immer so, warum bist du denn eigentlich auf dieser Erde? Das ist weit hergeholt, ja, das stimmt. Aber hast du dir schon mal überlegt, was deine Lebensaufgabe hier ist? Was solltest du tun? Sollst du mit dir kämpfen? Sollst du ständig unzufrieden sein? Sollst du deswegen bist du doch nicht hier, ja? Du bist doch auf dieser Welt, um Freude zu empfinden, um was zu lernen, um neue Sachen kennenzulernen, die Welt zu erkunden. Dafür bist du doch hier. Ansonsten, ich sag mal so, wenn du dich irgendwo einigelst und nur mit dir beschäftigst, das geht nicht. Das geht nicht. Aber wir gucken mal, was das Tarot sagt. Kann auch sein, ein anderer Mensch ist das, der euch das so... immer erklärt, wie es lang zu gehen hat. Das läuft auch nicht, ne? Guck mal, was das Tarot sagt. 2, 3, 4. Ihr werdet hier
5, 6. Dann nehmen wir die 6. Wenn ihr 6 habt, dann kriegt ihr auch die 6. So. Hi, meine Süßen, geht's um die Liebe? Ja, das ist mir vollkommen klar, der Herrscher. Ja? Ihr habt das mit einem Mensch zu tun, der euch immer erklären will, wo es lang geht. Das kann euer Chef zum Beispiel sein. Ja? Also, der hat so ein bisschen die Kontrolle, ist Widder- oder Stierkarte. Aber kann jedes andere Sternzeichen sein. Ja? Man ordnet es denen nur zu. Aber das ist jemand, der ist Chef. Der will sagen, wo es lang geht. Das kann in der beruflichen sein, dass euch ja immer jemand erklärt, so und so. Und dass ihr immer dagegen ankämpft, ja, dass diese Spannungen immer da sind. Und das kann auch in der Liebe sein. Ja. Weil ich habe die 2 der Kelche. Eigentlich ist das eine wunderschöne Verbindung. Das ist so eine Verbindung, da sollen 2 Menschen zusammengeführt werden, die zusammengehören in der Liebe. Ja, aber mit Spannung und Kontrolle wird das nichts. Ne? Also das ist echt so. Ne? Und in der Arbeit ist das ganz einfach so. Ihr habt eine Arbeit, die euch eigentlich erfüllt, die euch Spaß macht. Aber irgendwie werdet ihr nicht erkannt. Potenzial wird hier nicht erkannt. Ja? Ihr müsst immer irgendwo gegen was ankämpfen. Das macht euch schlaflose Nächte und macht euch auch ein paar Sorgen, ja. Aber man sagt immer so, das sind unbegründete Sorgen, diese schlaflosen Nächte. Und ihr kriegt hier was angeboten mit dem Pagen der Münzen. Das können kleine Nachrichten sein, das kann ein kleiner Gedanke sein. Das ist was noch klein ist. Vielleicht kriegt ihr eine ganz kleine Gehaltserhöhung, ja. Und ihr sagt, ich, ja, habe aber wesentlich mehr verdient. Zum Beispiel sowas, ja. Aber man will euch trotzdem irgendwas geben. Ich glaube, auch die Gegenseite merkt, ja. Ihr seid, in der Arbeit ist es so, sehe ich eindeutig, die Gegenseite merkt auch, dass ihr toll seid, dass ihr viel tut, dass ihr immer da seid. Ja, aber dass hier irgendwie, hier hat jemand auch so ein Chef, will immer einen Chef darstellen, will euch immer sagen, so läuft das oder das läuft das. Kann euer Chef sein, kann aber auch ein Kollege sein. So. Und in der Liebe habt ihr es mit jemandem zu tun, der hier, ja, der sagt, so läuft das und so machen wir das und das ist für mich Moral, ja. Und ihr sagt, nö, so will ich es aber nicht. Ich will es ganz anders, ja. Und und ihr habt euch vielleicht auf eine Situation eingelassen, wo ihr gedacht habt, es kann was werden und jetzt merkt ihr, oh nee, also wenn das so weitergeht, man kann die Wahrheit so schwer in Worte fassen, man hält so lange fest. Die 9 der Münzen, meine Süßen. Also, entweder kommt dieser Mensch auf euch zu in der Energie, ihr seid gerade in der Phase, oder ihr wendet euch von diesem Menschen ab, weil die 9 der Münzen ist für mich die glückliche Single-Karte. Hier, man hat seinen eigenen Wert, man erkennt wieder seinen eigenen Wert, seine eigene Stabilität. Und man ist glücklich mit sich selbst. Und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Und hier kommen Intuitionen, Ahnungen. Der Mond sind auch manchmal Ängste, kommen mit hervor, ja. Aber der Mond sind auch so Gefühle, ja. Und das ist alles wie hinter so einem Nebel. Ihr wisst nicht, was da ist. Ihr wisst nicht, was da ist. Vielleicht gibt es hier einen Menschen, der euch über alles liebt, aber der es falsch angeht. Das sehe ich bald, ja. Der denkt, der muss jetzt sagen so und so. Und ihr so, nö, nicht mit mir. Na, wir lassen uns überraschen, ja. Also, wir wissen es ja noch nicht. Was ist der Herrscher? Was ist der Herrscher oder ist das eure Energie, dass ihr und die, das waren zu viele, in die Herrscherenergie reinkommen? Ja, na, kämpfen wir mit der Liebe, meine Süßen? Hä? Was haben wir hier? Die Sterne, der Ritter der Kelche und die 5 der Schwerter. Was ist hier los? Also, ich sag's mal so. Es gibt hier jemand, ich nenn's mal so, in der Arbeit sehe ich das so, dass hier jemand ist, der eigentlich liebevoll mit euch ist, der euch auch Wertschätzung gibt. Aber wo ich sehe hier, das ist Wunscherfüllung eigentlich. Das ist so, dass man auch beschützt ist. Aber hier gibt es viel zu viel Gestreite, Konkurrenz und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es hier noch mehrere Personen. Und ihr seid nicht die Alleinigen, die diese Wertschätzung kriegen. Und das sehe ich hier eindeutig. So. In der Liebe ist es so. Hier ist jemand lieb mit euch. Das ist auch eure Wunscherfüllung. Aber entweder gibt es hier eine Konkurrenz oder ihr streitet laufend. Ja? Weil die 5 der Stäbe, ständige Diskussionen. Ja? Was ist richtig, was ist nicht richtig? Ständige Diskussionen. Was sind die 2 der Kelche? Ja? Das ging aber schnell. Naja,
Die zwei der Kälte sind das Ass der Kälte, dieses Überpluppern, dieses tolle Gefühl, ja? Ja, ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht, jongliere, mache ich das nicht. So ganz, wie ich das will, ist das nicht, ne? Und ja, und ich habe eine andere Vorstellung oder der hat eine andere Vorstellung. Das ist so dieses Jonglieren, Jonglieren in der Liebe. Oh, ihr Süßen. In der Liebe kann man doch nicht jonglieren, ne? Neun der Schwerter. Hm? Ja, ihr habt Angst. Ihr habt Angst, dass ihr tief verletzt werdet. Oder das kann schon ewig her sein, dass ihr mal so am Boden gelegen habt, ne? Oder dass euch das... das sind Gedanken. Dass euch das manchmal so runterzieht, dass ihr euch so angegriffen fühlt. Obwohl es vielleicht gar nicht so extrem ist, weil so extrem ist es nicht. Und wenn das eine alte Verletzung ist, kommt das nochmal hoch und ihr macht euch Sorgen. Ihr soll was in euer Leben kommen, was wunderschön ist. Und ihr macht euch Sorgen und ihr wollt euch nicht entscheiden. Ihr macht die Augen zu. Ihr sagt, nee, da bin ich jetzt lieber in Sorge. Ich entscheide mich nicht. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Jo. Aber der scheint ein bisschen hartnäckig zu sein, oder? Mal gucken, was ist denn das hier mit dem Pagen der Münzen? Ja, ja, hat jemand einen Plan. Wie sage ich so schön? Harry hat einen Plan. Und... Oder Egon hieß der, und die Olsenbande. Egon hatte immer einen Plan. Die drei der Stäbe sind für mich ein Plan haben. Hier hat jemand einen Plan. Hier kommt jemand auf euch zu, ja? Und die Liebenden, das ist eine Entscheidungskarte, das ist aber auch Leidenschaft. Ihr kriegt hier auch was angeboten, vielleicht einen anderen Weg in der Arbeit, oder ihr habt selber den Gedanken, oder redet mit jemandem. Und da kommt was, was eure Leidenschaft wieder hervorholt, und ihr habt den Plan schon, ja? Ihr habt den Plan. Ihr habt aber noch eine Zögerlichkeit. Aber ihr werdet euch hier erneuern, das sehe ich schon. Was sind die Neun der Münzen? Hallo, ich bin der stabile Single. Komm doch mal. Ja, die Hohe Priesterin und der Page der Münzen. Schon wieder, ja? Also schon wieder. Die Hohe Priesterin ist übrigens Fischekarte. Die Hohe Priesterin ist so, na, gehen wir mal aus dem Kopf raus, gehen wir mal ins Herz rein, nehmen wir mal nicht alles so verbissen und so ernst und können wir auch mal ein bisschen entspannter mit Sachen umgehen. Weil du hast doch eine Intuition. Es ist doch gar nicht so extrem, wie du es hier siehst, ja? Du gehst vielleicht selber, ich sehe so, dass ihr seid das diejenigen, die diese Spannung erzeugt. Hier soll irgendwas, vielleicht habt ihr auch diese Herrscherenergie, dass es nach eurem Gedankengut gehen soll, wie eine Beziehung zu funktionieren hat, was ihr für Moral haltet, wie das jetzt zu sein hat. Und ihr merkt, das funktioniert mit so einem Menschen nicht. Ständig gibt es Diskussionen, Streitereien. Und in der Arbeit genau dasselbe. Vielleicht ist es auch so, dass ihr viel zu viel persönlich nehmt. Ihr müsst nichts persönlich nehmen, weil die Neun der Münzen, ihr seid stabil, ihr kommt in die Stabilität. Ihr habt diese Ahnung schon, dass ihr hier ein Angebot kriegt. Und das sind kleine Nachrichten, das ist was Schönes. Und Münzenergie, so klein wie sie ist, mit der könnt ihr euch was aufbauen. Und in der Liebe hält hier jemand fest an euch. Ja? Das ist so, das ist so. Was ist der Mond? Was ist der Mond, meine Süßen? Oh, ich habe ganz viel Herrscherenergie zurzeit. Ganz viel. Ihr kommt in eurem Wert. Ihr wollt das. Vier der Münzen. Vier der Münzen ist auch so ein bisschen Sturheit, ne? Sturheit, das kann ich euch sagen. Und die Herrscherin dazu, ja natürlich, ihr seid was Besonderes. Ihr kennt euren Wert, ja? Ihr wollt was Neues entstehen lassen. Die Vier der Münzen ist ein bisschen stur, auf dem Weg zu bleiben, aber auch stur, an Ängsten festzuhalten. Ihr wollt in diese Herrscherinnen-Energie, na nun geht doch mal rein, lasst doch mal was entstehen. Ja? Das ist für mich Ängste. Hier spielen Ängste eine Wahnsinnsrolle. Und Sechs der Münzen, der Ausgleich muss da sein für euch, der Ausgleich. Und der andere muss euch einen Ausgleich bringen. Naja, bringt er euch den? Ihr könntet's mit dem Fisch zu tun haben, meine Süßen, der Gehängte. Blickwinkel ändern oder auch mit einem Feuerzeichen. Also hier gibt es vieles. Ne? Also Königin der Stäbe. Ja, kann auch ein König sein. Unterkarte ist irgendwas Löwe. Das ist die Kraftkarte. Hier ist jemand von euch total faszinierend. Und ihr seid von jemand fasziniert. Egal ob männlich, weiblich. Die Situation stagniert aber. Aus dem einfachen Grund, hier muss ein Gleichgewicht reinbringen. Geht mal in euch. Geht mal aus der Opposition raus. Geht mal wieder in leichte Energien raus. Auch wenn ihr jemand neu kennenlernt. Geht mal in die Energien rein, dass ihr sagt, ich bin die Herrscherin, ihr seid auf dem Weg dahin. Lasst die Ängste los. Ihr braucht keine Angst haben vor irgendwas. Ja? Empfangt doch einfach mal, lasst es doch fließen. Da draußen ist so viel los, so viel Machtkämpfe, so viel erfährt man. Jetzt lasst doch Beziehungen mal ein bisschen entspannter sein, ohne zu kämpfen. Leicht, fließend.
Und in der Arbeit ist es ganz einfach so, es kann sein, dass euch was Neues angeboten wird, wo ihr eine höhere Position kriegt. Ja? Vielleicht habt ihr Angst, dass ihr es nicht schafft, aber mit Leidenschaft dabei seid. Und es kann aber auch sein, dass ihr nicht die Wertschätzung und Anerkennung bisher bekommen habt, dass immer Diskussionen waren, dass andere vorgezogen wurden. Das wird sich aber jetzt ändern, indem ihr wirklich die Ängste mal loslasst, nicht dagegen ankämpft. Zeigt, was ihr könnt. Zeigt, was ihr könnt. Ja? Hier kommt ein Ausgleich in euer Leben. Und das ist schön. Und der Liebe darf's fließen, sag ich immer so. Sternzeichen. Schütze, Witter, Löwe. Zwilling. Fisch. Ja? Witter. Was habe ich noch? Stier. Ja? Ich nenne sie euch nur. Dann habe ich Steinbock, Jungfrau. Und Steinbock, Jungfrau, helft mir mal. Steinbock, Jungfrau, Stier. Ja? Fisch, Krebs, Skorpion. Eure Energie, Wassermann-Energie, ja? Also, ich nenne es mal so, wir haben alle Zeichen dabei, aber ihr wisst ja nie, was für eine Energie dieser Mensch kommt, ja? Und ihr nehmt das jetzt einfach mal so an, ihr kommt in eure Kraft, ihr kommt in diese, dass ihr annehmen könnt, ja? Und dass ihr aus diesen Spannungen einfach mal rausgeht, ja? Ihr schützt eure Arbeit, aber ihr werdet auch was Neues. Ihr werdet euch erneuern, ihr werdet was Neues auf die Füße stellen. Und ihr werdet gesehen. Und das ist wichtig. Und der Liebe ist es wunderschön. Ihr dürft, liebe Damen, ihr dürft annehmen. So nenne ich das. Ihr merkt, ne? Ihr nehmt noch nicht an. Und liebe Männer, ihr dürft Mann sein. Ihr dürft erobern. Sehr gern sogar. Die Frauen warten drauf. Was sagen die Engel der Liebe zu euch? Was sagen die Engel der Liebe? Ja, hier, vergeben und lernen. Vergesst doch mal die Vergangenheit. Das kann alles Vergangenheit gewesen sein. Und jetzt soll was Neues entstehen. Und ihr schleppt immer noch die alten Sachen mit rum, weil ihr denkt, Moral. Nee, das muss so sein. Jede Beziehung ist anders. Anders. Und der andere hat genauso das Recht, er selbst zu sein. Und man muss ihn nicht verändern wollen. Wollt ihr hier jemand verändern oder will euch jemand verändern? Das weiß jeder für sich selber. Aber vergibt doch mal der Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Deswegen nennt sich's Vergangenheit. Du kannst jeden Tag an die Vergangenheit denken. Du kannst jeden Tag dich selber bemitleiden. Ja, das machst du dann auch noch in 10 Jahren. Und warum bist du eigentlich hier? Warum bist du hier? Warum willst du nicht mal Freude empfinden und mal aus der Schleife rausgehen und sagen, ja, ich bin glücklich, ich bin glücklich, mir geht's gut. Ich hatte schon mehr Seele, ich war total, ne? Liebe zuerst dich selbst, nur gut. Das kannst du ganz einfach machen, indem du dich anguckst und sagst, ich bin toll. Ich bin es wert, geliebt zu werden. Und auf mich kommt eine große Liebe zu, danke. Das sind so Affirmationen, die du für dich machen kannst. Und wo du auch dran glauben kannst. Glaube wieder an dich. Glaube, der Glaube an dich ist verloren gegangen, ja? Weil du kämpfst. Du hast jemand, der ist mit dir seelisch verbunden. Oder es kommt jemand. Deine Gebete, Affirmationen, Visualisierung helfen euch zusammenzubringen. Hier soll jemand kommen, der auf derselben Energiewelle wie du ist. Und der kann aber, wenn du auf Streitwelle bist, kriegst du auch jemanden, mit dem du nur Streit hast. Wenn du aber da rausgehst, aus diesen Spannungen, und einfach das mal fließen lässt, das annimmst und das Gegenüber mit Lächeln in den Augen siehst und sagt, der ist anders, aber es ist toll, dann kann das fließen. Und dann habe ich die Chemie, stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Ihr wisst ja, Magnet. Ne? Und der Reise ist Flitterwochen. Und Flitterwochen bedeutet immer, das kann eine Reise ins Leben sein. Ja? Oder ihr macht Urlaub zusammen. Oder ihr begegnet euch. Aber es ist eine schöne Energie. Ja? Komm zu dir selbst. Komm zu dir selbst. Hier soll was Neues entstehen. Aber du bist diejenige, ja? Die das entstehen lässt. Was sagen die Herzorakel zu dir? Was sagen die Herzorakel zu dir? Nix, ne? Kann mir vorstellen. Jetzt bist du erstmal platt und sagst, oh nee, ja. Ja, so läuft das aber. Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entflammt. Also hier kommen Menschen zusammen. Seelengefährte und Zwillingsseelen. Also das kannst du nicht entgehen lassen. Erfolg. Hab Vertrauen. Es gibt ein Happy End auf der ganzen Linie. Und vielleicht fängt es freundschaftlich an und du sagst Freundschaft. Freundschaft? Nee, Freundschaft nicht. Ich will sofort eine Beziehung haben. Ich will sofort eine Beziehung haben. Vielleicht muss es manchmal freundschaftlich beginnen. Und wisst ihr was? Ihr wisst doch, also ich sag mal so, eine Freundschaft, wenn eine Freundschaft beginnt und man lernt sich kennen, dann kann man ganz klar sagen,
Ich möchte dich gern kennenlernen, lass es uns freundschaftlich mal machen, lass uns was unternehmen. Aber ich bin für dich die Nummer eins und du bist für mich die Nummer eins. Sobald wie eine Drittperson reinkommt, bin ich raus. Somit habt ihr gesagt, was ihr wolltet und somit wisst ihr von vornherein, hier hat niemand was zu suchen. Also könnt ihr euch auch freundschaftlich annähern. Freundschaft ist in jeder Beziehung wichtig. Ja? Du musst miteinander gut reden können, das ist wichtig. Und vielleicht ist das für euch, nee, der hat gesagt, er will Freundschaft. Ja, ne, manchmal fängt es so an. Man muss sich da erst mal kennenlernen. Du kannst doch niemanden kennenlernen und sagen, du bist jetzt hier, du gehörst mir. Ja? Nee, geht nicht. Mhm. Ihr werdet es aber schaffen. Ihr werdet es schaffen. Und dann wird es leicht. Dann wird es richtig leicht für euch. Das ist wirklich so ein Erneuerungsprozess. Verurteilt euch nicht, weil ihr so an alten Sachen vielleicht, weil ihr so Moralvorstellungen hattet und gesagt habt, das muss immer so sein. Und ihr macht jetzt was ganz anderes. Verurteilt euch nicht. Das Leben ist dazu da, ums gelebt, um dass ihr es lebt. Ja? Und nicht, um immer irgendwelches Gedankenchaos zu machen. Macht das nicht. Ach so, zum Abschluss habe ich ja immer etwas Neues. Heute habe ich das Krafttier-Orakel. Und das sind schamanische Botschaften. Und jetzt bin ich ja gespannt, was euer Krafttier ist für diesen Monat. Was ist euer Krafttier für diesen Monat? Der Hirsch. Der männliche, schützende Teil unserer Seele macht sich bemerkbar, ja. Mut, Gefühle zum Ausdruck zu bringen, Ausdruck der Seele, die Wahrheit wird gesprochen. Gefühle zum Ausdruck bringen, die hohe Priesterin. Tja, also dann sei mal ein Hirsch, sei mal mutig. Trau mal zu sagen, was du wirklich möchtest. Sag dem anderen mal, ich mag dich. Ja? Sag's doch mal und kämpf doch nicht. Sag mal, ich verbringe gern Zeit mit dir. Ich bin gern mit dir zusammen. Was ist daran schlimm? Du darfst dich trauen. Es wird gut. Freu dich auf diesen Monat. Liebe Wassermänner, freut euch, es wird ein schöner Monat. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo, freue mich über ein Like und freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank allen Abonnenten, ganz lieben Dank für eure Kommentare und ganz lieben Dank für die Anerkennung und Wertschätzung meines Kanals. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona, ciao.